Wir haben heute den 7. Januar 2024. Seit Ende des letzten Jahres regnet es nahezu ohne Unterbrechung in der Region am Rhein. Dämme sind durchweicht, Promenaden überflutet und Auen überschwemmt. Der Pegel des Rheins ist sehr schnell gestiegen, teilweise bis zu 10 cm pro Stunde. Die Anwohner sind besorgt, denn die Städte drohen zu überfluten. In diesem Video nehme ich euch mit nach Krefeld-Uerdingen, Griet, Rees und Wesel. An diesen Orten habe ich auch Reisevideos gedreht. In diesem Video zeige ich euch Impressionen von der aktuellen dramatischen Situation am Rhein. Der Scheitelpunkt des Rheins ist mit etwa 8,8 Metern erreicht. Allmählich fällt der Pegel langsam wieder. Trotzdem steht das Wasser immer noch bis an die historischen Stadtmauern einiger Orte und die Promenaden sind nicht begehbar. Die Bauern können ihre Felder nicht befahren, weil auch dort das Wasser steht. Der Grundwasserspiegel ist so hoch wie schon lange nicht mehr und auch viele Straßen sind immer noch gesperrt.